Grüß dich, ich hoffe es geht dir gut. Wir haben heute Morgen beim Frühstück entschieden, wir machen zum Nachtessen ein Fondue, und zwar ein Käsefondue. Dazu brauchst du Käse zum Schmelzen und dann Brot. Du kannst dir ein Baguette kaufen, du kannst ein Weißbrot kaufen oder du machst selbst ein Fondue-Brot. Ich möchte dir heute zeigen, wie du ganz alleine ein Fondue-Brot machst. Käsefondue-Brot ist eigentlich ein ganz normales Weißbrot oder ein Brötchenteig, den du machen kannst. Ich nutze zum Beispiel 500 Gramm Weißmehl, das ist Typ 405. Wenn du Lust hast, kannst du auch ein dunkleres Mehl nehmen. Aber die Meinung ist allgemein, zu einem Fondue passt schon eher ein helles Brot. Dann habe ich hier Milch. Rezept findest du nachher unten in der Beschreibung. Salz. In ganz wenig Butter kannst du nehmen, das macht es ein bisschen geschmeidiger. Frischhefe, Knoblauch. Nimm einfach ein bisschen Knoblauch hinein, das gibt dem Brot dann einen gewissen Geschmack, der natürlich zum Fondue passt. Und dann noch Wasser. Nachdem nun alle Zutaten abgewogen sind, die Schüssel nehmen, Knetmaschine und rund 10 bis 15 Minuten richtig, richtig schön elastisch kneten. Nicht zu schnell, langsam anfangen. Und dann immer ein bisschen schneller, damit der Teig richtig elastisch wird. Nach dem Kneten nimmst du den Teig raus, gibst ihn in eine große Schüssel, deckst ihn zu mit einem Plastikfolie oder mit einem ganz normalen Tuch und lässt ihn ungefähr 2 bis 3 Stunden liegen. Nachdem der Teig nun über 2,5 Stunden herumgelegen ist, werden ihn verarbeiten. Einfach hin und her ein bisschen zusammenlegen unten, machst eine runde Kugel aus diesem Teig, drückst ihn runter, auf der Rückseite auch, nimmst Walholz und walst den Teig ein bisschen aus, wenn möglich, dass er schön rund ist. Gibst den Teig auf ein Backblech mit einem Backpapier. So, nochmals ein bisschen herunterdrücken. Und jetzt lassen wir den Teig nochmals ungefähr so 15-20 Minuten liegen, damit er nochmals ein bisschen aufgehen kann. Siehst du, ist der Teig nochmals wunderschön ein bisschen aufgegangen. Und jetzt werden wir so Stücke reinmachen, weil das Fondue-Brot ist ja ganz speziell. Fondue nimmst du so kleine Stücke. Und das gibst du dann auf eine Gabel und in den Käse. Und das wollen wir mit diesem Brot machen. Ich habe hier ein Teigkorn und steche nun mit diesem Teigkorn hier so ins Brot hinein. Das kann sehr tief runtergehen, das spielt keine Rolle. Du kannst größere Stücke machen, siehst du. Oder wie hier kleine. Das kannst du entscheiden, welche Größe du hast. Das hat nichts mit Norm zu tun. Hast lieber kleine Brotstücke. Was auch gut geht, ist zum Beispiel so eine Pizzamesser oder eine Pizzarolle. Sag mal. Kannst du mit der über den Teig fahren. Oder ein ganz normales Messer. Die Teigstücke nochmals zudecken, damit es keine Kruste gibt. Den Backofen vorheizen auf 200 Grad. Nimmst deine Schüssel hier hinein, gibst du Wasser, stellst diese Schüssel in den Backofen, somit wird das Wasser heiß und es gibt Dampf. Dann reinschieben bei 200 Grad, ungefähr 20 bis 30 Minuten wird das Ganze gebacken. Merk dir, nach 15 Minuten nimmst du diese Schüssel wieder raus, weil dann haben wir genug Dampf drin und der Rest wird dann ohne den zusätzlichen Dampf gebacken. Und so sieht dann ein fertiges Fondue-Brot aus. Siehst du? Die ganzen Stücke hier drin, hört man es, schön knusprig ist das. Und dann beim Fondue essen, nimmst du so, die Stücke brichst du dann ab, nimmst deinen Fondue-Teller, gell? Dann hast du diese Stücke, wow, oh, das riecht gut. Steckst das an der Gabel und hier, ins Fondue-Kachlo, mit dem Fondue, ist noch keins drin. Ich bedanke mich nun bei dir recht herzlich, dass du zugeschaut hast, dass du bei mir warst. Über ein Abo würde ich mich natürlich extrem freuen.
Ich hoffe, du machst das Brot einmal nach. Ich wünsche dir nun einen wunderschönen Tag. Bitte bleib gesund. Wir sehen uns. Ciao.